Hey und herzlich willkommen. Heute habe ich ein paar Fakten über Carl Larsson für euch. Das war ein schwedischer Maler und Illustrator des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Er war bekannt für seine idyllischen Darstellungen des schwedischen Landlebens und des häuslichen Alltags. Er schuf Werke, die von einer warmen und harmonischen Atmosphäre geprägt waren. Er malte hauptsächlich im realistischen Stil mit leuchtenden Farben und einer Liebe zum Detail. Seine Bilder zeigen oft fröhliche Szenen von Familien. Larsson wurde zu einer Ikone des schwedischen Stils und inspirierte viele Künstler. Sein Erbe als Meister des heimischen Glücks und der familiären Verbundenheit ist bis heute präsent.